Der klebt da dran. Oh. Was zum Geier ist das für eine Drohne? Das ist doch ein Wunder, dass das alte Teil überhaupt noch funktioniert. Gut. Da stimme ich dir zu. Gut. Wollen wir mal nach der Drohne sehen? Machen wir. Ah, interessanterweise. Das ist doch keine Drohne. Da sind ein paar Roboterbeine auf einem Luftballon mit einem Tablet auf einem Luftballon geklebt. Mit Beinen. Vielen Dank für die Hilfe. Hallo, Adam. Es ist lange her. Darf ich dich bitten, mich dieser Dame vorzustellen? Sie ist... Wie heißt das noch? Ah ja, ein Engel. Engel, der inoffizielle Name für Mitglieder des Eve-Landetrupps. Ich bin Eve. Was ist dir passiert? Drohnen wie du funktionieren eigentlich anders. Hallo, Eve. Ich bin Digger. Ich habe unendlich viele Bedenken bezüglich meiner Existenz und ich schmiede fabulöse Pläne. Ich hab doch gesagt, dir wird das gefallen. Verstehst du, was ich meine? Nö, ich hab keine Ahnung. Bitte nicht unterbrechen. Eve, eines Tages würde ich zu gern meine fabulöse These mit dir diskutieren, und zwar in aller Ausführlichkeit. Vielen Dank nochmal. Ich hoffe, wir können zukünftig eine konstruktive Freundschaft aufbauen. Was zum Geier? Ich könnte nützliche Ressourcen beisteuern. Ah, okay. Okay. Aber jetzt den Händler freigeschaltet. Nano-Elemente. Du bist schon eine ganz besondere Drohne, Digger. Ist das positiv oder negativ gemeint? Naja, weder noch, würde ich sagen. Wie ist es dazu gekommen? Unbekannt. Irgendwann ist das IoT-Netzwerk unerwartet offline gegangen. In diesem Moment wurde der Quantenhirnbegrenzer aufgehoben. Kann so etwas wirklich passieren? Anscheinend. Wie auch immer. Meine Existenz ist die Frage aller Fragen. Ich beschäftige immer, wenn der mich sich meist bewegt. Mit der Frage nach meinem Ich, während ich die Umwelt sauber halte. Waffenkern. Der Blutkling. Oh. Okay. Drohnen-Upgrade-Modul. Limitierte Anzahl. Omnibolzen. Modifikation verwendet. Ah, so eine Bayonetta-Brille. Anstieg der Zufriedenheit wurde festgestellt. Ja, Brillen interessieren mich jetzt relativ wenig erstmal. Nano-Element. Ich habe keine Ahnung. Eve, es ist soweit, die fabulöse Hypothese zu testen. Oh wei. Die was? Die Fabu... Oh, die hast du schon mal erwähnt. Gibt's dieses Wort überhaupt? Das ist irrelevant. Wichtig ist, dass meine fabulöse These die Lösung all meiner Probleme sein könnte. Dieses Gerät habe ich selbst entwickelt. Ich nenne es Verbindungsgerät. Es kann Netzwerksignale in den Orbit übertragen, wodurch ich direkt mit Mother Sphere kommunizieren kann. Digga, ist das wirklich dein Ernst? Das klingt gar nicht schlecht. Wenn du vom Sicherheitssystem angegriffen werden solltest, könnte dein Quantenhirn durchbrennen. Das weiß ich. Mein Ziel ist es, das Netzwerk wieder online zu schalten.
wenn auch nur für einen kurzen Moment. Entweder werde ich als Bug betrachtet und auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, oder ich erhalte von Mothers 4 meine Antwort und kann glücklich weiterleben. Die Vorbereitungen sind fast erledigt, aber Eve, ich brauche erst den Netzwerkzugriffscode, um den Zugangsknoten nutzen zu können. Der Solarturm im Ödland, Sions Schrottmarkt und die Oase der großen Wüste. An diesen Orten habe ich zuletzt Datenspuren des Codes registriert. Ich wüsste deine Hilfe sehr zu schätzen. Das wird kein gutes Ende nehmen. Das fürchte ich auch, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Ich ruhe mich mal aus, aber normalerweise müsste doch auch mein Trank voll sein. Ah ne, ich kann mich nur hinsetzen. Okay. So, hier gibt es also kein... Doch, hier. Super. Hacking-Gerät. Hochsicherheitsdrohne. Oh ja. Das nehme ich auf jeden Fall. Dann gehen wir mal hier heilen. In der Hoffnung. Ja, super. Mein Trank hat sich aufgeladen. Super, das gefällt mir. So, jetzt würde ich gerne mal gucken. Hier muss ich weiter. Lager der Legion. Ja. Kann ich da schnell reisen? Nein. Machen wir hier mal weiter. Komm. Missionen. Kommunizieren und vernetzen. Warte mal. Wenn das so gut, wenn das so schnell sein soll, dann kann ich doch hier schnell hinreisen, oder? Kann ich zumindest zwei von drei schon mal zusammenballern? Gedacht. Netzwerkzugriffscode bestätigt. Dass solche Daten hier zurückgelassen wurden. Mir gefällt das nicht, aber ein Gefallen ist ein Gefallen. So, die Frage ist nur, wo ist der nächste? Kommunizieren. Ja. Der ist zu Hause. Thank you.
Dass ich nicht in die Stadt schnell reisen kann, ne? Das ist komisch. Das ist leicht irritierend. Boah, war warm wird. Muss ich noch meinen letzten Kindermaxi gehen. Also ich bin zwar kein Freund von Milchschnitte, aber Kinderpinguin und Kindermaxi sind aber sau lecker. Kann ich schnell reisen? Wie dumm ist das denn? Du musst der Engel sein. Entschuldige, hast du kurz Zeit? Was ist los? Ich will eigentlich keine Fremden in die Probleme der Sentinels involvieren, aber ich mache mir Sorgen um meine Kameraden und kann mir keinen Suchtrupp leisten. Was ist passiert? Wie du sicher weißt, sind Nativas unberechenbar. Neue Varianten sind kein großes Problem, solange wir damit umgehen können. Jetzt ist vor kurzem eine Variante im Ödland aufgetaucht, die wir ganz besonders im Auge behalten. Aber einer der Aufklärungstrupps ist noch nicht wieder zurückgekehrt. Eine neue Variante, sagst du? Ja, ein wirklich grauenhaftes Monster. Hals und Schultern haben sich komplett zu Waffen weiterentwickelt. Ich gebe dir die Koordinaten. In einer abgelegenen Ecke des Ödlands ist eine Ölspeicheranlage. Das Aufklärungsteam hat die Gegend dort bewacht. Also willst du, dass ich die Sentinels finde? Ja, danke. Machen wir. Nee, Müll. Bücher. Liest du doch eh nicht. Buch des Glaubens und der Weisheit. Ja, von mir aus. Nichts Interessantes. Für so viele Bücherregale ist aber wenig los hier. Was trinken Führungskräfte? Die Antwort lautet Leitungswasser. Wie man Stil und einen. Halten Sie sich für so ernst? Haben Sie das Gefühl, keine Gespräche führen zu können? Dann empfehlen wir Ihnen, mit einem kleinen Witz die Stimmung aufzulockern. Da muss ich bei der nächsten alles gelogen. Mögen die Nightwars dich bei lebendigem Leibe fressen und betrügen. Scheint mir eine tolle Idee zu sein. Das muss ich bei meiner nächsten Predigt ausprobieren. Alles gelogen. Mögen die Nightwars dich bei lebendigem Leib auffressen, du Betrüger. What the fuck? Ein sehr makaberer Witz.
Aber lustig. Hey, Dose. Ich muss mal meine Dosen zu der Kleinen bringen. Wieder kommt nichts raus. Jetzt fühle ich mich aber verarscht. Wo ist meine Werbedose mit irgendwelchen Drinks, die das Spiel gesponsert haben? Gibt's bestimmt alle in Korea zu kaufen. So, in diese Richtung. Hallo, Predator. Hau ab! Wenn sich rumspricht, dass du hier bist, kommen die Sentinels und nehmen uns alles. Hörst du schlecht? Hau schon ab! Und zwar jetzt! Was zum Geier? Entschuldigung. Kann ich das nicht hacken? Die Nightibars sind nach der Verkündung der neuen Menschheit über uns hergefallen. Dennoch ist uns der eigentliche Grund für ihre Invasion nach wie vor unbekannt. Der letzte Krieg hat uns alles genommen. Kein einziges Sandkorn, kein einziger Wassertropfen bleibt uns noch. Warum kam es dazu? Seit wann hatte die Menschheit Feinde auf der Erde? Ist eine außerirdische Lebensform aufgetaucht, um uns zu bekämpfen? Uns bleiben nur Erinnerungsdaten, die darauf schließen lassen, dass wir von mysteriösen Feinden angegriffen wurden, die wie aus dem Nichts auftauchen. Ich habe viele Möglichkeiten in Betracht gezogen und bin zu einem einzig möglichen Schluss gekommen. Mother Spear hielt es für das Beste, dass wir diese Feinde vergessen. Ihr sogenannter großer Wille hat unser Gedächtnis ausgelöscht, weshalb wir die Nightibars als unbekannte Bedrohung betrachten. What the fuck? Was zum Fick? Naja. Ich würde gerne die Weltkarte einfach sehen. Ruhmreiche Vergangenheit. Oh. Da haben wir jetzt alles. Dann gehen wir mal zu Lilly. Theoretisch auch zum Friseur gehen. Wo ist der denn nochmal? Hier runter. Da. Ich bin immer kurz auf dem Klo.
So, da bin ich wieder. Düt. Dü-dü-dü. Muss ich mir für eine Stilveränderung die Haare schneiden lassen, oder? Ein Haarschnitt? Mit dem Schrott kann ich nicht arbeiten. Ist aber auch gar nicht nötig. Engelshaar ist unfassbar stark, aber gleichzeitig auch sehr fein. Ich bring dein Haar einfach mit Hitze und Strom wieder in Form. So style ich Engelshaar. Ich kann es sogar rückgängig machen. Ah, okay. Ah, oh, mit den Zöpfchen. Was auch nicht schlecht mit dem Haarreif. Perfekt. Naja, ich weiß nicht. Die Haarfarbe. Muss ich mir ver. Ein Haarschnitt ist aber auch. Ich bring dein Haar. So style ich Engels. Ah, ich kann also nicht jedes. Nein, ich habe nicht genug Währung. Perfekt. Naja. Haben wir mal eine neue Frisur. Kann man mal machen. So. Warte mal, da ist doch was. Oh, fuck. Das krieg ich hin. Das kriegen wir hin. Naja. Irgendeine Zeitung, okay. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zur der Kleinen. Ja, welche Spiele würdet ihr denn eher feiern? Ich meine, ihr habt jetzt, wir haben jetzt drei Spiele. Beziehungsweise zwei große PlayStation-Spiele. Könnten aber drei sein. Stellar Blade. Oder ich Final möchte Fantasy mit ins Ödland. Oder besorg einfach die Materialien und überlass mir den Rest. Mir wird mal interessieren, was eure Geschmäcker so sind. Dauer von Scan um 50%. Oh, nicht schlecht. Verbesserte Rail-Patrone, starre Raketenaufsatz. Lilly, alles ist vorbereitet. Na gut, schön. Legen wir los. Könntest du mir die Patientin herbringen, während ich alles vorbereite? Ich werde sie holen. Ich habe echt getan, was ich konnte. Es ist nicht perfekt, aber ihr Zustand sollte sich deutlich verbessert haben. Sue, bist du da? Ich kann dich spüren. Enya, geht es dir gut? Enya. Ja, deine Hände. Sie fühlen sich warm an. Es ist so lange her. Enya,
Oh, Happy End. So langsam kommt alles zurück. Es hat funktioniert. Ich würde mich so gern bei dir erkenntlich zeigen, aber ich kann dir nichts bieten. Das Einzige, was ich kann, ist für dich singen. Dein Lied ist mehr als genug. No. Außerdem solltest du Lily danken, nicht mir. Sie ist die, die dich gerettet hat. Ach, die kleine Lily. Alter Schwede. Fast 3 EP-Punkte. What the fuck? Holy moly. Ah, ja, stimmt. Ah, Eve. Die Dosen. Hast du die Dose dabei? Ich habe mehr Dosen Denn dabei. Ich habe bereits die Vorbereitungen fertig. Vorbereitungen? Voila. Ich habe ein paar Sachen genommen und daraus mir nichts, dir nichts einen Schrank gebaut. Ich dachte, du könntest darin gut deine Dosen verstauen. Das hört sich so falsch an. Du willst das hier als Lager und Auslage benutzen? Nicht übel. Oder? Ich hab's dir doch gesagt. Auf Lily Artemis kann man sich stets verlassen. Maximale Schockgranaten plus 1. Anzahl? Alter, nicht schlecht. Das hat richtig. Hat sich richtig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alter Schwede, nicht schlecht. Smart Minen. Hochkonzentrierte Tränke. Finale Belohnung des Sus. Warum habe ich mir sowas gedacht? Sammel alle Nanosuit alten. Oh, das macht ja richtig Sinn. 3, 2. Anhaltender Trank. Tranksystem. Okay. Das ist richtig cool. Also vor allem diese Trankdinger, die sich halt. Die halt echt was bringen. Eilmeldung. Begib dich zur Ölspeicheranlage im Ödland. Was machen wir doch mal? Kritische Kombo-Angriffskraft, maximales Schild. Hatten wir die ganze Zeit. Der ist auch nicht schlecht. Ja, der Orca. Naja, bleiben wir mal hier bei diesem Kinemo. Bei diesem Wannabe-Kinemo. Wird langsam dunkel, hä? Aber das Game scheint euch ja größtenteils scheißegal zu sein. Alle am Lurken hier. What's up? Wenn der nächste Gegner kommt, den ich tausendmal, bei dem ich tausendmal sterbe, dann ist der Zui aber wieder voll mit dabei. Fokussteigerung. Erleichtert den Einsatz von perfekter Abwehr. Oh ja, nehme ich mit. Super. So, dann würde ich jetzt gerne nochmal schnell reisen.
Speicher. So, und dann nach links und dann zum Speicher. Mal gucken, was das, was, ob das was bringt. Ich befürchte, der Kleine bläst sich selbst in die Luft. Oh, die scheiß Dings kommt wieder nach oben. Obwohl, eigentlich glaube ich, dass es gut gehen wird. Weil der ja ein Händler ist. Wenn der sich jetzt selbst platt macht, sozusagen, in diesem Versuch, habe ich die Befürchtung, wären ja seine Waren nicht mehr verwendbar. Also dementsprechend glaube ich, dass das gut gehen wird. Muss man mal angewöhnen, mal ein paar Manieren wieder an den Tag zu legen. Bin echt ein manierloser Schlingel. Kleiner Lappen! Alter, dieses Vieh wäre nicht das Problem, wenn dieser Hurensohn nicht von irgendwelchen anderen Wichslappen begleitet worden werde. Begleitet werden würde. Komme ich da rein? Gar nicht. Doch. Wahrscheinlich hier oben. Dass sie halt auch immer wieder spawnen. Oh, lass mich doch einfach in Ruhe, ey. Ich glaube, wenn ich dann noch einmal drauf haue. Au. Ja, klar. Man kann es übertreiben. Ups, das war jetzt ungeplant. Super. Hier sind oh, wir richtig. Fuck my life! Ich
sehe keine Sentinels. Ich sehe eine ganz böse Arena. Sie sollen diese Gegend doch bewachen. Wo sind sie? Weiß ich nicht. Sehen wir uns um. Ich kann nicht glauben, dass ich 3 Schichten schieben muss, nur um ein Monster im Auge zu behalten. Man verliert wohl seinen Verstand. Vielleicht braucht er einen... Möglich. Vielleicht braucht er eine Systemwartung. Was? Ich muss aufpassen, was ich sage. Ich wandere lieber in den Knast, als lieber hier zu bleiben. Was? Oben? Was meinst du? Was ist... Fuck! Ich hab eine ganz böse... Vorahnung. 0 Ausnahmen, nichts Ungewöhnliches. 0 Ausnahmen, nichts Ungewöhnliches, okay? Der markierte Nightibar konnte nicht visuell identifiziert werden. Fordere Verstärkung an. Diese Leute. Ist das das Überwachungsteam, zu dem der Kontakt abriss? Die sind ja völlig zerfleischt. Was? Wo ist dann der Nightibar? Oh, fuck, Mann. Nein, nein! Den kenne ich doch. Da! Komm her! Aua! Rattengesicht! Aua!
bekannte Art der Spezies aus Eidos 7. Was macht das denn? Anscheinend hat es die Sentinels überrascht. Ich hasse schlechte Nachrichten. Aber er muss es erfahren. Alter Schwede. Ich glaube, normal hätte ich, wäre ich so gefickt gewesen. Wenn ich den Story-Modus nicht gehabt hätte, hätte ich geheult. Yay, mehr Energie. Sprich mit Huck. Okay. Das ist der Dingsbums, aber... So, er könnte einen Plan verfolgen, Dosen... Was? Seine Daseinsberechtigung zu finden, okay. Die Daten findet sich in Xion, im Ödland und in der großen Wüste. Ist das nicht die Größe? Nee, das ist das Ödland, okay. Gut, dann will ich mal mit Huck sprechen. War nicht einfach. Warte mal, kann ich hier runter? Nee, ne? Nee, kann ich nicht. Ich muss hier lang. Hier runter ist es, glaube ich, einfacher. Hat das wehgetan? Komm schon. Ist jetzt auch nicht so tragisch. Hey, ich will jetzt nicht sterben. Aber ich will jetzt auch keinen Trank benutzen, weil ich habe diesen wiederaufladbaren Trank nicht mehr. So. Das war verdammt nochmal nötig. Konterfolge. Hab ich gelernt? Warum nicht? Bedrohungsereck von Blinzeln und Zurückschlagen, okay. Ich nehme an, die Audio soweit ist in Ordnung. Das Video von gestern noch schneiden. Naja, dann nehme ich mir mal einen Tag Zeit. Dann will ich mal mit Huck sprechen. Zurück. Hast du sie gefunden? Was ist passiert? Ich fürchte, sie sind tot. Oh. Unmöglich. Ich vermute, ein mächtiger Nativer wird sie überrascht haben. Ich habe mich um ihn gekümmert.
Gegen so ein Monster hatten sie nicht den Hauch einer Chance. Verdammt, verstehe. Ach, Engel. Ich habe bis zuletzt auf eine sichere Rückkehr meiner Kameraden gehofft. Es hast du verkackt, Alter. Ich erstatte dem Hauptmann Bericht. Danke fürs Bergen ihrer Erinnerung. Tut mir leid. Es war mir eine Ehre, zu helfen. Naja. Yo, 3 Punkte. Drohnen-Upgrade-Modul. Geil. Not bad. Ich glaube, die Nebenaufgaben sind gar nicht schlecht. Ich habe das Gefühl, du wirst gut belohnt dafür. So, dann will ich mal Drohnen upgraden, so einen Scheiß machen. Ich möchte mit ins Ödland.